Jetzt kam die Meldung, dass laut AP-Informationen die US-Regierung wegen der russischen Invasion in die Ukraine russische Öllieferungen in die USA stoppen wird. Es wird heute am späten Nachmittag dazu ein Statement von US-Präsident Joe Biden geben. Achim Unser ist für uns am Kanzleramt hier in Berlin. Wir haben ja gehört, dieses Embargo von deutscher Seite, bisher schließt man das noch aus. Allerdings, wenn jetzt die USA voranschreitet, dann wird der Druck auf die EU damit auch höher. Ja, der Druck steigt tatsächlich damit. Also Joe Biden hat es noch mal ein wenig an der Sanktionsschraube gedreht, hat gesagt, wir nehmen kein russisches Öl mehr, wir importieren kein russisches Öl mehr. Damit verliert Russland weiter an Deviseneinnahmen. Allerdings in den USA fällt das tatsächlich leichter als uns in Europa, weil die USA können jetzt sozusagen die Produktion von Fracking, Gas und vor allem auch hochfahren. Und sie können natürlich auch ihre eigenen Erdölreserven dann versuchen, doch noch mit mehr zu aktivieren und selbst auch nach Öl zu bohren. Und insofern ist es natürlich so, denen fällt es leichter. Es gibt ja auch schon von Boris Johnson, dem britischen Premier, die Forderung an die EU, ja, macht doch mit bei einem Embargo von Energielieferungen aus Russland. Allerdings, da muss man sich auch vor Augen halten, Großbritannien bezieht halt nur 14% seiner Energierohstoffe dann aus Russland. Bei uns in Deutschland sind es 55%. Deswegen hatte sich der Kanzler dann auch gestern eben dazu geäußert und hat gesagt, bislang haben wir das nicht vor, dass wir eben auch den Import von Erdöl oder von Gas aus Russland mit einem Embargo belegen. Das kann alles natürlich möglicherweise demnächst auch wiederum über den Bord geworfen werden von den neuesten Entwicklungen, nämlich dass dann Russland seinerseits sagt, wir liefern eben über Nord Stream 1 dann kein Gas mehr an die EU. Das würde uns natürlich treffen. Auf der anderen Seite hat Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, auch schon gesagt, also wir haben noch genügend Gas in unseren Speichern. Wir kommen noch über diesen Winter. Im Sommer brauchen wir das dann nicht mehr zum Heizen. Allerdings für die Wirtschaft natürlich doch. Dann müsste sich eben Europa auch nach anderen Erdgas- oder Gaslieferanten umsehen. Flüssiggas ist ja immer im Gespräch, ist allerdings nicht so leicht. Wir haben noch kein eigenes Flüssiggasterminal in Deutschland. Allerdings hat auch Robert Habeck gesagt, wenn Europa sich erst einmal abwendet von Russland als Energielieferant, dann wird es für Russland tatsächlich auch schwer, uns wieder zurückzugewinnen, weil wir haben uns dann ja nach anderen Quellen umgesehen und dann könnte das langfristig Russland mehr schaden als der EU. Und ob wir jetzt die Importe stoppen oder Russland den Hahn zudreht, so oder so führt es zu Preisexplosionen. Was wird in der Politik derzeit alles diskutiert, wie diese Explosionen vermieden bzw. verringert werden können? Also auf EU-Ebene und auch hier natürlich in Deutschland macht man sich Gedanken darüber, wo man sich jetzt eben Ersatz beschaffen kann. Da wird es natürlich dann einige Quellen geben, die man dann tatsächlich, sage ich mal, anzapfen kann. Das wird natürlich kein billiger Ersatz sein. Das wird natürlich seinen Preis haben. Insofern, du hast recht, da werden die Preise für Energie dann tatsächlich noch einmal steigen. Und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, hat gestern in einer SPD-internen Sitzung dann eben auch gesagt, dass man erwägt, dann ein weiteres Hilfspaket auf den Weg zu bringen. Also da sollten sich all jene, die tatsächlich sehr stark eben davon abhängen und eben auch nicht so viel Geld haben, vor allem Geringverdiener, die können sich da Hoffnungen zumindest machen, dass es zu den bisher beschlossenen Maßnahmen, es wurden ja schon Maßnahmen getroffen, es wurden da Hilfszahlungen vereinbart, dass da vielleicht noch mal was drauf gesattelt wird. Das haben ja auch die Linken, also die Linkspartei hat das ja auch schon gefordert, dass da deutlich mehr kommen muss, weil seit dem letzten Paket, das von der Regierung verabschiedet wurde, sind ja die Energiepreise noch einmal deutlich gestiegen. Aber roundabout kann man natürlich auch sagen, es wird uns alle treffen. Wir werden alle mehr dafür bezahlen müssen. Achim, ganz herzlichen Dank dir.